Die Frommen, die Büßer und die Gläubigen. Jedes Jahr schleppen Tausende von Menschen ihre müden Glieder hoch auf Irlands heiligen Berg, den Croagh Patrick. Im Mittelalter gab es überall solche Wallfahrten. Sie führten an Orte, an denen heilige Reliquien aufbewahrt wurden. Auratische Knochen, vollständig behängt mit Juwelen. Heilige Schatullen, in denen Gott weiß, was aufbewahrt wurde. Holzsplitter vom Kreuz Christi, Späne vom Tisch des letzten Abendmahls oder, wie durch ein Wunder perfekt erhalten, Stücke von der Krippe des Jesuskindchens. Die mittelalterliche Gesellschaft verehrte solche Reliquien. Und Rom, der Ort, an dem die Apostel Petrus und Paulus begraben lagen, zog Pilger aus der ganzen Christenheit an. Hier konnten sie die Geschichten hören über das Leiden der ersten Christen, konnten die Zeichen bestaunen, die jene frühen Märtyrer hinterließen, sie auf die Knie fallen und den Sohn des Zimmermanns als Herrn der Welt preisen. Eine wenige kamen sogar bis nach Jerusalem, heilige Stadt der Christenheit. Auch diese Geschichte verdient es, erzählt zu werden. Denn sie hat das Leben von Millionen Menschen nachhaltig beeinflusst und die europäische Geschichte für immer verändert. Ein neues Jahrtausend hatte begonnen und ausnahmsweise war es einmal relativ friedlich in Europa. Die erwartete Apokalypse war ausgeblieben, nun machte sich ein allseitiger Optimismus breit. Obwohl Europa politisch immer noch uneins war, gab es doch eine Einheit des Glaubens. Europa stand im Zeichen des Kreuzes. Und alle Länder gehörten der einen Kirche an, an deren Spitze ein einzelner Mann stand, der Papst. Die Päpste hatten seit Jahrhunderten für sich reklamiert, die Stellvertreter Jesu Christi auf Erden zu sein. Doch auch die Kaiser und Könige fühlten sich von Gott zum Herrschen berufen. Seit längerer Zeit schon gab es nun ein Ungleichgewicht zugunsten der weltlichen Herrschaft. Der Papst selbst war schutzlos der Willkür italienischer Politik ausgeliefert. Es war die Zeit des sogenannten Hurenregimes und der Stuhl Petri wurde an den jeweils Höchstbietenden verschachert. Doch die Zeichen standen auf Veränderung. Eine neue Generation von Päpsten sollte die europäischen Machtverhältnisse in Frage stellen. Und die Normannen sollten ihren nicht unerheblichen Teil dazu tun. Seit sie mit Rollo zum Christentum übergetreten waren, lebten sie als fromme Christen. Mittlerweile waren sie auch eifrige Wallfahrer geworden. Große Normannentrupps absolvierten die lange Reise ins Heilige Land. Bestandteil der normannischen Variante dieser Pilgerfahrt war es, unterwegs am südlichen Ende von Italien von Bord zu gehen und sich auf den langen Weg zum Gipfel des Monte Gargano zu machen, wo die Kapelle des Erzengels Michael steht. Er war der Kriegsengel, der Schutzpatron ihrer großen Abtei zu Hause in der Normandie. Der ideale Heilige für grausame Männer, die von der Kirche gebilligt werden wollten. Die Normannen gingen vor niemandem auf die Knie. Doch hier taten sie es gerne, um das Abendmahl zu empfangen. Als gute Kirchenmänner kam ihnen schon bald eine Schlüsselrolle bei der Regelung kirchlicher Angelegenheiten zu. Süditalien war bei Anbruch des neuen Jahrtausends ein Schmelztiegel der Kulturen und Zivilisationen. Die Schnittstelle der griechischen und der römischen Zivilisation, des byzantinischen Ostens und des katholischen Westens, des europäischen Nordens und des arabischen Südens. Man darf nicht vergessen, dass die Eroberung Süditaliens und Siziliens völlig anders vonstatten ging als die übrigen normannischen Eroberungen. England war von einem Herzog erobert worden, also von einem Staat, da stand ein politisches System dem anderen gegenüber. Die Geschichte der Normannen in Süditalien handelt hingegen von Rittern und Abenteurern, die sich hier in einen internen Konflikt einmischen, der teils den Kaiser, teils den Papst betrifft. Man muss immer auch den großen Einfluss des Papstes berücksichtigen, die Gegenwart von Byzantinern und Langobarden in Süditalien, aber auch die Konflikte unter den muslimischen Herrschern Siziliens. Italien glich einem schlecht gearbeiteten Flickenteppich. Teile im Süden des Landes befanden sich fest in der Hand der byzantinischen Kirche. Der Papst hatte seine Besitztümer in der Landesmitte. Die Muslime beherrschten Sizilien und der Rest Italiens war eine Quelle fortwährender Streitereien. Aber es standen Änderungen bevor.
In der Kirche Santi Quattro Coronati in Rom wird in Form von Bildern eine Geschichte erzählt. Ein altes Dokument war gefunden worden, das Aufschluss über Kaiser Konstantin I. und dessen Verhältnis zum Papsttum gab. Papst Silvester I. hatte demnach Konstantin den Großen auf wundersame Weise von einer eigentlich tödlichen Krankheit geheilt. Die Belohnung für den Papst fiel ausgesprochen großzügig aus. Unter anderem machte ihm der Kaiser ganz Italien zum Geschenk. Dieses antike Dokument wurde nun hervorgeholt, um die Rechtmäßigkeit des päpstlichen Herrschaftsanspruchs in Italien zu belegen. Erst im 15. Jahrhundert fand man heraus, dass dieses Dokument eine Fälschung war. Und was für eine. In diesem Szenario spielte sich die Ankunft der Normannen ab. Es gab ein buntes Durcheinander von Langobarden, Byzantinern und unbedeutenden Baronen aus der Gegend, die sich alle miteinander herumstritten. Da ging es wirklich drunter und drüber. Theoretisch gehörte es ja zum Byzantinischen Reich. Aber es gab gar nicht genug Soldaten und Garnisonen vor Ort, um den Frieden sichern zu können. Und deshalb traf sich 1015 oben auf dem Berg am Michaelsheiligtum ein junger Langobarde mit einer Gruppe Normannen und erklärte diesen: Versteht ihr, wenn wir nur 50 oder 100 junge Typen wie euch hätten und dazu eure Pferde, dann könnten wir die Griechen für immer an die Luft setzen und alles würde euch allein gehören. Hier gibt es jede Menge Land. Ihr könntet für jeden von euch ein Anwesen abteilen. All das klang wirklich wunderbar. Und so schritten sie vom Berg hinab und zur Tat. Einer der ersten Normannen, der die Initiative ergriff, war Reinulf Drengot. Er hatte schnell erkannt, dass er und seine Ritter sich auf der Insel unersetzlich machen müssten. Dann würden sie später mit Sicherheit auch hübsch belohnt. Das neue Lehensgut von Aversa war dann Reinulfs erste Prämie. Heute ist es ein unbedeutender kleiner Ort. Doch im 11. Jahrhundert hatte Aversa eine große strategische Bedeutung. Die Normannen hatten ihren ersten großen Durchbruch in Süditalien geschafft. Ihre sizilianische Erfolgsgeschichte machte schnell die Runde und drang auch bis in die Normandie. Es war an der Zeit, ganz Süditalien einzunehmen. Reinulf hatte den Anfang gemacht, viele sollten seinem Beispiel folgen. Unter anderem auch die Söhne eines einfachen Ritters aus einem unbekannten Örtchen in der nördlichen Normandie. Tancred von Hauteville war ein etwas begriffsstutziger Ritter mit einem kleinen Gut in der Nähe von Cherbourg. Doch wie so viele Normannen dieser Tage hatte er eine riesige Familie. Sie alle hatten so große Familien, es hat eine wirklich gigantische Bevölkerungsexplosion gegeben. Also Tancred hatte 12 Söhne, wie viele Töchter ist mir entfallen. Natürlich hatte er nicht genug Land, um ihnen allen etwas zu vererben. Da standen also all diese ungebundenen jugendlichen Söhne, die nichts Besseres zu tun hatten, als in der Fremde ihr Glück zu suchen. Und das taten sie auch. Sie ließen sich in der Ortschaft Melfi nieder und führten von ihrer neu erbauten Burg aus ein strenges Regime. Im Grunde genommen waren sie bessere Söldner, die ihr Schwert für jeden schwangen, der genug dafür bezahlte. Aber einer aus ihren Reihen entpuppte sich dann als wahres Genie. Dieser junge Mann hatte nicht vor, sich im kleinen Melfi niederzulassen. Ihm schwebte etwas wesentlich Größeres vor. Sein Name war Robert Guiscard. In Deutschland ist er vor allem durch Heinrich von Kleist gleichnamiges Drama bekannt geworden. Er war ein erstklassiger Feldherr und ich vermute, er wäre zum größten militärischen Eroberer zwischen Julius Caesar und Napoleon avanciert, wenn er nicht auf der Insel Kefalonia, von wo aus er gegen die Byzantiner ins Feld ziehen wollte, an Typhus gestorben wäre. Er hätte ansonsten ohne weiteres Konstantinopel einnehmen können und dann hätte die Geschichte Europas und der Christenheit ganz anders ausgesehen. Robert Guiscard verstand es, die Unzufriedenheiten und Rivalitäten, die in der Region existierten, noch weiter anzuheizen. Er entwickelte sich, angetrieben von Ehrgeiz und unverhohlener Gier, schon bald zu einem ernstzunehmenden Machthaber. In diesem Zeitalter brutaler Gnadenlosigkeit lief es richtig gut für die Normannen. Als sich dann der normannische Moloch nach Norden zu bewegen begann, versetzte das die gesamte Amalfi-Küste in Angst und Schrecken. Wie viele vor ihm flehte auch der örtliche Erzbischof zum Allmächtigen, er möge ihn und die Seinen vor dem Zorn der Wikinger beschützen. Doch der Allmächtige und die Heiligen äußerten sich nicht. Um sein Gebiet zu verteidigen, musste der Erzbischof nun wohl oder übel doch auf weltliche Waffen zurückgreifen.
Seine wild zusammengewürfelte Truppe war schlecht ausgerüstet und undiszipliniert. In Anbetracht der nahenden Normannen blieb nur ein Ausweg. Es gab keine andere Lösung. Als die Nachricht von Giscards unerbittlichem Feldzug Rom erreichte, bezichtigte ihn Papst Leo IX., Christus, die Kirche und das Papsttum zu erniedrigen. Leo handelte rasch und rief eine heilige Allianz zusammen. Die Beziehungen der Normannen zum Papst sind äußerst komplex, denn die Normannen wurden von Anfang an als Bedrohung wahrgenommen. Zeitgenössische kirchliche Quellen aus Süditalien sprechen von den verfluchten Normannen. Leo begann einen heiligen Krieg in der Hoffnung, dass ihm wenigstens der Allmächtige helfen würde. Hatte ihm keiner gesagt, dass er immer auf der Seite der Normannen war? Trotz ihrer anfänglichen Bedenken, das Schwert gegen den Stellvertreter Jesu Christi auf Erden zu erheben, stürzten sich die Normannen alsbald in die Schlacht. Der Papst stand gestützt hinter seinem Wall und sah den bewährten Normannen dabei zu, wie sie seine klapprige Armee kurz und klein schlugen. Das Schlachtfeld von Civitate war übersät mit toten oder sterbenden Papstgetreuen. Bei Sonnenuntergang war weder von der päpstlichen Armee noch von den alliierten Truppen etwas übrig geblieben. In einem kuriosen Anfall von Frömmigkeit fielen nun aber die Normannen auf die Knie und baten den Papst um Vergebung. Besiegt und gedemütigt wie er war, verstand Leo, dass er den grimmigen Normannen besser entgegenkommend gegenübertreten sollte. Um seine politischen Ziele in Süditalien erreichen zu können, brauchte der Papst Verbündete. Und diese mussten bewaffnet sein. Also überwand Leo sich und reichte den Normannen die Hand. Mit ihnen an seiner Seite könnte er den ganzen italienischen Süden wieder unter seine Fittiche nehmen. Auf dem Weg zum Versöhnungstreffen mit Robert Giscard wurde er gebeten, die normannische Kirche in Venosa zu weihen. Und der Papst begriff, dass es bei den Normannen nichts umsonst gab. Und doch hatten die Normannen dem Papsttum immer Respekt gezollt. Die von Leo geweihte Kirche diente später als Mausoleum für die ersten Mitglieder der Ovil-Dynastie. Der Papst hätte in Süditalien wirklich gerne Divide et Impera praktiziert. In Süditalien gab es schon immer diese komplexe Mischung von Leuten. Da lebten Griechen und Langobarden und ab dem 11. Jahrhundert auch noch die Normannen. Man kann sich Süditalien wirklich als in drei Blöcke unterteilt vorstellen: Sizilien, Kalabrien und Apulien. Und der Papst wollte alle schön voneinander getrennt wissen und sie alle gegeneinander ausspielen. Mit Hilfe der Normannen würde er das vielleicht hinbekommen, aber es funktioniert nicht wirklich gut. Die Normannen bekommen schließlich alles allein und das bringt den Papst in eine prekäre Lage. In Melfi musste der Papst in den sauren Apfel beißen und Robert die Herzogtümer von Apulien und Kalabrien übergeben, sowie die Herrschaft über Sizilien unter der Alleinherrschaft des Heiligen Stuhls. Der einstige Erzfeind des Papstes war zu einem seiner treuesten Beschützer geworden. Und so wurde er denn auch gleich eilig entsandt. Um den päpstlichen Hoffnungen, man könne den Byzantinern Süditalien abnehmen, Gestalt zu verleihen. Viele Gebiete Süditaliens waren Erbherzogtümer geworden. Außerdem waren sie durch und durch griechisch. In Sprache, Kultur und Religion. Der Papst hatte den Normannen allerdings Ländereien geschenkt, die ihm gar nicht gehörten. Hier galt die griechisch-orthodoxe Auffassung des Christentums. Der Patriarch von Konstantinopel interpretierte die christliche Botschaft. Die Normannen drangen in sein Gebiet vor, stahlen sein Land. Bei jedem neuen Bericht bekam er einen wilden Tobsuchtsanfall. Mit Sizilien verhielt sich die Sache jedoch etwas anders. Sie bekamen das Land Sizilien, das erst noch erobert werden musste, und sie profitierten dabei zusätzlich von dem Privileg, dort als die Repräsentanten des Papstes aufzutreten. Da es ein noch zu eroberndes muslimisches Land war, konnten die Normannen nachher die Bischöfe von Sizilien ernennen. Sie hatten also nicht nur die Kontrolle über Militär und Verwaltung, sondern auch über religiöse Belange. Die Insel befand sich in völliger Unordnung. Der Bürgerkrieg zwischen Arabern und Griechen hatte das Land gespalten.
Verwirrung und Anarchie laugten die eigentlich blühende Wirtschaft Siziliens aus. Die Eroberung Siziliens stand bei den Normannen als nächstes auf dem Programm. Es gibt mehrere Gründe, warum die Normannen die schwierige Eroberung Siziliens auf sich nahmen. Der erste ist der Reichtum der Insel. Zwei Jahrhunderte islamischer Herrschaft hatten das Land wohlhabend gemacht. Man baute Zucker, Safran, Baumwolle und vor allem Getreide an. Sizilien übertraf alle normannischen Erwartungen. Es war das Paradies für junge Normannen, die nach ihrer Bestimmung suchten. Nach und nach vergaßen die Normannen in Sizilien ihr Heimatland Frankreich. Die Piazza Armerina im Herzen Siziliens. Jedes Jahr feiern die Sizilianer hier stolz ihr normannisches Erbe. Sie kommen zusammen, um die Ankunft der Normannen auf der Insel zu feiern. Aber auch Siziliens Rückeroberung für den Papst. Die Normannen waren aufgrund ihrer militärischen Stärke erfolgreich. Aber es gab da noch ein anderes, weniger fassbares Erfolgsgeheimnis: ihr unbeirrbarer Glaube, dass Gott mit ihnen sei. Als Roberts Bruder Roger dann noch Palermo belagerte, war die Eroberung Siziliens vollbracht. Es kam zu keinerlei Plünderungen, Vergewaltigungen oder ähnlichen Übergriffen. In der Vergangenheit hatte Roger eine erschreckende Neigung zur Grausamkeit an den Tag gelegt. Doch nun entwickelte er andere Begabungen, die der Diplomatie und des staatsmännischen Auftritts. In ganz unnormannischer Weise offerierte er den ansässigen Arabern denkbar großzügige Kapitulationsbedingungen. Roger machte das großartig, denn er hatte verstanden, dass es hier nur sehr wenige Normannen gab. Das Sizilien, das sie vorgefunden hatten, war teils von Griechen, teils von Arabern bevölkert. Und er begriff, dass das alles nur funktionieren würde, wenn er die Griechen und die Araber auf seine Seite bekäme. Es konnte nicht darum gehen, sie zu dominieren. Dafür waren einfach viel zu wenige Normannen vor Ort. Sie mussten alle an einem Strang ziehen. Und er hatte diese außergewöhnliche Vision. Für das 11. Jahrhundert war sie wirklich außergewöhnlich. Er wollte die drei Völker, Religionen und Sprachen zu einem Miteinander führen. Denn nur zusammen könnte man die kleine Insel zur Blüte bringen. Dem muslimisch-griechischen Palermo blieb damit das volle Ausmaß jener grausamen und blutigen Feldzüge erspart, wie sie im Mittelmeerraum zu dieser Zeit die Regel waren. Obwohl Roger und Robert fromme Katholiken waren, tolerierten sie ganz offen die Andersgläubigen, mitsamt deren religiösen Bräuchen und Riten. Papst Leo gefiel das überhaupt nicht. Er zog es vor, in solchen Fragen selbst zu bestimmen. In Sizilien, so hatte Roger gelobt, würde Jesus Christus so verehrt, wie die Menschen es wollten. Und entsprechend wurde Allah so verehrt, wie die Araber es wünschten. Von einer solchen Glaubensfreiheit konnte man anderswo in Europa nur träumen. In anderen Teilen Süditaliens war die Stimmung entschieden gedrückter. Roberts Werk stand kurz vor seiner blutigen Vollendung. Bari, die letzte Bastion der Byzantiner, wagte es, sich den normannischen Truppen zu widersetzen. Das sollten sie bereuen. Das Vorgehen der normannischen Streitkräfte war wie immer rabiat. Gefangen wurden nicht gemacht. Bari markiert das Ende der byzantinischen Epoche in Italien. Als sichtbares Zeichen geblieben ist der großartige Dom. Durch den Erfolg in Sizilien offensichtlich übermütig geworden, schickte Papst Leo eine Delegation nach Konstantinopel, um seinen Herrschaftsanspruch für Italien zu bekräftigen. Ebenso wie seine übergeordnete Rolle in Glaubensfragen. Damit nicht genug, exkommunizierte die Delegation auch noch den Patriarchen. Im Gegenzug exkommunizierte dieser den Papst. Die damit vollzogene Spaltung der Christenheit wurde seitdem nie wieder überwunden. Es ist mehr als angemessen, dass in dieser Kathedrale die Verdienste der Normannen um das Papsttum gewürdigt werden. Sie waren dessen militärische Stützen. Mögen ihre Methoden auch zutiefst unchristlich gewesen sein, haben sie doch den Papst Süditalien zurückgebracht. Seit dem 7. Jahrhundert hatte sich in Arabien eine Macht gebildet, die das Christentum unmittelbar herausforderte.
Die Offenbarungen des Propheten Mohammed ergriffen Herz und Verstand der arabischen Welt. Ein wichtiges christliches Zentrum nach dem anderen fiel vom alten Glauben ab und neigte sich vor jenem neuen Gott. Während man sich in der christlichen Heilslehre an der Deutung einzelner Buchstaben abarbeitete, verbreitete sich inzwischen ungestört und nahezu unbemerkt der Islam. Selbst die heilige Stadt, Jerusalem, ging an die Muslime. Juden und Christen zeigten sich von der Errichtung des Felsendoms gleichermaßen indigniert. Zwar schmücken keine bildlichen Darstellungen Allahs seine Wände, aber Pracht gibt es genug. Wie sollte das Papsttum den Anhängern Mohammeds nun also gegenübertreten? In jedem Fall natürlich mit Unterstützung der normannischen Verbündeten. Machtdenken hatte von jeher das Papsttum bestimmt. Und die Macht wollte man um jeden Preis im Osten wie im Westen behaupten. Auch der vormalige Kardinal, Erzdiakon und Mönch Hildebrand dachte oft und viel über Machtfragen nach. 1073 wurde er auf Wunsch des Volkes als Gregor der VII. Zum Papst gewählt. In der Laterankirche werden die Schädel von Petrus und Paulus aufbewahrt, und es war Petrus, der Gregor zu seiner Umgestaltung der Kirche inspirierte. Seine exaltierten Visionen sind uns in Form einer Liste mit 27 Thesen überliefert. Im Dictatus Papal liest man unter anderem, dass der Papst von niemandem gerichtet werden darf, dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird, dass der Papst Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann, dass es allein ihm erlaubt ist, entsprechend den Erfordernissen der Zeit neue Gesetze aufzustellen, neue Gemeinden zu bilden, ein Kanonikerstift zur Abtei zu machen und umgekehrt ein reiches Bistum zu teilen und Arme zu vereinen. Dass keine Synode ohne sein Geheiß universal genannt werden darf und kein Rechtssatz und kein Buch ohne seine Autorisation als kanonisch gilt. Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen. Dass er Untergebene vom Treueeid gegenüber Sündern lösen kann und dass alle Fürsten allein des Papstes Füße küssen. Mit dieser Vision musste er zwangsläufig auf Widerstand stoßen, und so provozierte ihn Heinrich IV., indem er ohne Zustimmung des Papstes in Deutschland und Norditalien einige Bischöfe und Äbte ins Amt berief. Als der Papst Einspruch erhob, beschimpfte ihn Heinrich als falschen Mönch und verkündete seine Absetzung. Gregors Antwort war nicht weniger deutlich. Ich spreche König Heinrich, der sich gegen deine Kirche mit unerhörtem Hochmut erhoben hat, die Herrschaft über Deutschland und Italien ab und löse alle Christen vom Eid, den sie ihm geleistet haben oder noch leisten werden, und untersage ihm fürderhin zu dienen und binde ihn mit der Fessel des Fluchs. Dieses Vorgehen des Papstes nahmen Heinrichs Feinde zum Anlass, sich gegen ihn zu erheben. Um seine Krone zu retten, kam Heinrich zu Fuß über die Alpen zur Burg von Canossa im toskanischen Apennin. Gregor ließ ihn zunächst im Schnee warten, doch schließlich ließ er sich von Heinrich als Zeichen der Unterwerfung die Steigbügel küssen, bevor er einer Versöhnung zustimmte. Offensichtlich war er doch ein mächtiger Papst. Doch gedemütigt schmiedete Heinrich einen Racheplan. 6 Jahre später belagerte er Rom und setzte den Papst ab. Er ließ Gregor aus dem Petersdom entfernen und in die Engelsburg bringen. Eingesperrt in seiner Burgzelle waren dem Papst nur noch wenige Verbündete geblieben. Die meisten Kirchenmitglieder waren wie Heinrich der Ansicht, dass Gregor zu weit gegangen war und die Reformbewegung zerstört hatte. So legte der abgesetzte Papst sein Leben in die Hände der Normannen. Nur sie konnten ihn jetzt noch befreien. In einem Akt der Rache, der sich gegen die vermeintlichen Papstverräter richtete, zerstörten sie bei ihrem Triumphzug durch Rom alles, was ihnen in die Quere kam. Ein Viertel der Stadt wurde ein Opfer der Flammen.
Die Römer haben Gregor und den Normannen diesen Tag nie verziehen. Der abgesetzte Papst lebte bis zu seinem Tod im bitteren Exil. Auf normannischem Territorium in Salerno. Alle waren froh, dass Gregor fort war und unter einer Art normannischem Hausarrest stand. Trotzig und ohne jeden Anflug von Selbstzweifeln erklärte er: Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und den Frevel gehasst. Darum muss ich im Exil sterben. Gregors sterbliche Überreste wurden nicht im Petersdom in Rom beigesetzt. Sie liegen in der Kathedrale von Salerno. Dort wird Gregor von Robert Guiscard bewacht. Im Tod wie im Leben. In Rom, das immer noch unter der Kontrolle Heinrichs und seiner Anhänger stand, wurde ein neuer Papst gewählt. Die Reformbewegung lag bis auf Weiteres auf Eis, aber sie existierte noch. Gregor war zwar geschlagen worden, doch einige seiner Ideen überlebten. Die Überzeugungen des neuen Papstes, Urban II., ähnelten denen Gregors. Doch Urbans höchste Priorität war die Befreiung des Heiligen Landes aus den Händen der Ungläubigen. Im Jahre 1095 rief er beim Konzil von Clermont-Ferrand in Frankreich die Christenheit zum ersten Kreuzzug auf. Er bekam die größte Armee in der Geschichte der Menschheit. Heute wird dieser tragische Teil unserer Geschichte als farbenfrohe Tradition inszeniert. Ungeachtet ihres unchristlichen Militarismus und ihrer rassistischen Untertöne bieten die Kreuzzüge der Welt von heute das ideale Material für Umzüge und andere Spektakel. Es ist vielfach angeführt worden, dass die Kreuzfahrer nichts weiter als abenteuerlustige Söldner gewesen seien, auf der Suche nach Geld und Ruhm oder zumindest der einen oder anderen Vergewaltigung oder Plünderung. In den Normannen schlummerte noch immer das alte Fernweh. Und so zogen sie mit. Sie kamen aus Süditalien und aus ihrem eigentlichen Vaterland. Die Normannen brachten nicht nur ihre spezifische Energie mit in die Kreuzzüge, sie reaktivierten auch jenes alte Vorurteil, nach dem man sich vor den Westländern hüten müsse. Überhaupt geht eine Menge jenes Misstrauens, das während der Kreuzzüge zwischen Ost und West entstanden ist, auf die Normannen zurück. Die unterschiedlichsten Menschen und Motive trafen während der Kreuzzüge aufeinander. Viele Kreuzfahrer brachten große private und finanzielle Opfer. Ohne Zweifel hatte Urbans Ruf zum Kreuz für viele Christen eine große spirituelle und religiöse Zugkraft. Nach einem qualvollen Marsch bereitete man sich am 15. Juli 1099 auf den Sturm Jerusalems vor. Die entschlossenen Normannen trugen als Zeichen ihres Glaubens das Kreuz vor sich her. In Jerusalem erreichten die Schrecken des Kreuzzuges ihren Höhepunkt. Mit den Zeichen des Himmels, den Erscheinungen, den zu bergenden Reliquien und dem normannischen Schwert wurde Jerusalems Heimholung bekräftigt. Ritter, die stolz ihr Kreuz auf dem Gewand trugen, schlitzten und hackten sich ihren Weg durch die Stadt. Beim Betreten der Grabeskirche warteten die Soldaten Christi knietief im Blut. Sie weinten vor Freude, als sie das Grab Christi sahen, den Ort, an dem ihr Erlöser auferstanden war. Und hier dankten sie ihm. Papst Urban hatte ihnen für die Teilnahme am Kampf um Jerusalem die Vergebung aller Sünden versprochen. Den in der Schlacht Gefallenen winkte die Märtyrerkrone. Westliche Chronisten zeigten sich bemüht, die Frömmigkeit und die hehren Motive der Kreuzfahrer zu betonen. Sie zeichnen ein Bild der heiligen Stadt, in der diese vollständig von den Ungläubigen befreit ist. Kürzlich entdeckte muslimische Quellen schildern ein anderes Szenario mit weit weniger Toten. Wie immer die Wahrheit auch lauten mag, in Jerusalem begann damals ein blutiges Kapitel unserer Geschichte, das bis heute noch nicht abgeschlossen wurde. Während normannische Ritter mithalfen, Jerusalem zu befreien, kam über die Straße von Messina eine neue Macht in den Süden. Sie erschien in Gestalt des bemerkenswert unnormannischen Normannen Roger II. Obwohl er ein frommer Katholik war,
hatte er nicht am ersten Kreuzzug teilgenommen. Kriegsgeschichten, selbst wenn es heilige Kriege waren, sagten ihm nicht viel. Er strebte eher nach Meisterschaft in den Künsten, als dass ihn die Kunst des Schwertkampfes interessiert hätte. Roger II. War nicht nur Südländer. Er fühlte sich sogar dem Orient und der arabischen Welt zugeneigt. Sizilien war schon jetzt kein normannisches Provinznest mehr. Doch erst Roger gelang es, die einzigartigen multikulturellen Bestandteile miteinander zu fusionieren und die Insel so zur Perle des normannischen Reiches zu machen. Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Sizilianer in den Straßen Palermos, um die Schutzheilige ihrer Insel zu feiern, die heilige Rosalia. Diese Festivitäten sind aber weit mehr als eine Feier des katholischen Glaubens. Rosalia war eine Verwandte Rogers II. Folglich wird hier auch dessen großartige Regentschaft über Sizilien gefeiert. Roger entwarf Pläne, die weit über reine Eroberungen hinausgingen. Er war der Bauherr wundervoller normannischer Monumente. In Palermo, seinem Regierungssitz, ließ er einen herrlichen Dom bauen. Ein Gebäude, in dem die Elemente seiner verschiedenen Kulturen verschmolzen. Es finden sich maurische, byzantinische und romanische Details. Hier wurde Roger II. Am Weihnachtstag des Jahres 1130 zum König von Sizilien gekrönt. Draußen wartete eine ausgelassene Menge, um ihrem König zuzujubeln. Roger glaubte, Christus selbst habe ihn gekrönt. Der Stern der Auville erstrahlte nie heller. Von da an brauchten sie nicht mehr zu kämpfen. Und sie taten es auch nicht mehr. König Roger II. War kein Kämpfer. Er führte das Land nie, wie seine Onkel oder Brüder es getan hätten oder seine Onkel und sein Vater. Er führte seine Armee nie von sich aus in den Krieg. Er war ein friedlicher Typ, außerordentlich kultiviert. Und wenn es Probleme mit anderen Ländern gab, regelte er das eher mit Diplomatie als mittels bewaffneter Auseinandersetzungen. Diese Diplomatie erforderte natürlich mitunter eklatante Schmiergeldzahlungen, denn er war schwer reich. Er konnte sich jederzeit freikaufen und das tat er auch. Obwohl er sich Leute mit Geld vom Hals schaffen konnte, gab er sein Geld viel lieber für normannische Monumentalbauten aus. Er war der König. Und Roger fand es sowohl angenehm als auch angemessen, wie ein König zu wohnen. Im Königspalast von Palermo erinnert nicht mehr viel an dessen ursprünglich maurische Struktur. Die Bauarbeiten für die Palastkapelle im ersten Stock überwachte Roger höchstpersönlich. Mit ihren vergoldeten korinthischen Säulen, reich verzierten Böden und wundervollen Mosaiken erstrahlt die Kapelle in goldenem Glanz. Nirgendwo sonst in Süditalien konnte den normannischen Errungenschaften in einer vergleichbar atemberaubenden Weise visueller Ausdruck verliehen werden. Romanische, byzantinische und islamische Traditionen verschmolzen hier zu einem absoluten Meisterwerk. Roger II. Hätte man nie für einen Mann gehalten, wenn man ihn so sah. Er hatte ja eine italienische Mutter. Er war sehr dunkelhaarig und hatte einen dunklen Teint. Überhaupt kein blonder Wikinger-Typ. Und er war in Sizilien aufgewachsen, sprach wunderbar Lateinisch, Französisch, Griechisch und Arabisch. Er sprach alle Sprachen seines Landes, die ihrerseits alle offizielle höfische Sprachen waren. Und er baute Sizilien auf, das natürlich für Handelsgeschäfte ideal gelegen war, mitten im Mittelmeer, auf halber Strecke zwischen Norden und Süden, Osten und Westen. Die Märkte von Palermo quollen über vor Waren. Es lief alles sehr gut. Sizilien wurde unermesslich reich. Und mit dem ganzen Geld richtete Roger II. Seinen außergewöhnlichen Ruf ein. Zunächst holte er weise Männer, Lehrer, aus allen Ecken der christlichen Welt an seinen Hof. Wenn man einen Englischlehrer suchte, war der Adelard of Bath. Wollte man Griechisch lernen, ging man nach Konstantinopel oder nach Palermo. Wollte man Arabisch lernen, ging man nach Cordoba oder nach Palermo. Wollte man Griechisch und Arabisch lernen, ging man nach Palermo. So wurde das Handelszentrum Palermo zusätzlich zu einer unglaublich kulturellen Schaltstelle. Während man überall sonst in Europa vom Kampf gegen die Ungläubigen besessen war, vereinte Roger sämtliche Kulturen in Harmonie.
Während eines Erdbebens beobachtete der König, wie seine Konkubinen Ala um Hilfe anflehten. Er verkündete: Lasst jeden zu dem Gott beten, den ihr verehrt. Denn wer seinem Gott vertraut, trägt Frieden im Herzen. Doch Rogers Großzügigkeit ging weit über religiöse Toleranz hinaus. Es gibt noch einen anderen Aspekt christlich-muslimischer Koexistenz. Das ist die am Königshof. Am Hofe des Königs fanden sich nicht nur muslimische Politiker und Offiziere, sondern auch Intellektuelle. Man denke nur an Al-Idrisi, der als Geograf an Rogers Hof tätig war. Er verfasste eine Beschreibung der Welt, die sich in weiten Teilen der Beschreibung von Rogers Reich widmete. Außerdem erstellte er eine Weltkarte und es gab auch noch einen Globus aus purem Gold. Wie auch immer, Al-Idrisi ist einer dieser Intellektuellen, einer der muslimischen Gelehrten am normannischen Hof. Von allen Palastgelehrten bewunderte Roger Al-Idrisi am meisten. Dessen Arbeit gipfelte in einer der fortschrittlichsten mittelalterlichen Karten überhaupt. Sie ist wunderbar illustriert und beeindruckend akkurat. Als Knotenpunkt der Verbindungsrouten dreier Kontinente war Sizilien für Al-Idrisi der ideale Standpunkt, um seine Arbeit zu machen. In den belebten Häfen Palermos pickten die Mitarbeiter des Königs jeden intelligenten Menschen heraus und baten ihn darum zu berichten, wo er gewesen war und was er dort gesehen hatte. Sie schrieben alles auf. Rogers Verwaltung vereinte Künstler, Wissenschaftler, Politiker und Philosophen. Der Glanz seines Hofes verdankte sich eben nicht nur den Architekten. Da kommen nun diese drei großen Rassen des Mittelmeerraums zusammen, alle beflügeln sich gegenseitig und alle arbeiten zusammen und erschaffen diese unglaubliche Geschichte, während sich anderswo in Europa die Leute nur an die Gurgel gehen. Die Kreuzzüge gehen weiter, es gibt ein großes Schisma zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens. Alles läuft schief, überall, nur nicht auf dieser kleinen Insel im Zentrum des Geschehens, da wo alles zusammenkommt und diese unglaubliche Geschichte entsteht. Das Ganze währt nicht lange, 64 Jahre, aber diese 64 Jahre waren einfach unglaublich. Rogers Toleranz und die Harmonie der Rassen in Sizilien zeigte beispielhaft, was möglich ist. Bedauerlicherweise starb der König am 26. Februar 1154. Es war ein friedlicher Tod und sein Leichnam wurde hierhin in den Dom von Palermo gebracht, den er erbaut hatte. In seinen Ring war folgende Inschrift eingraviert: Apulier, Siziler und Afrikaner gehorchen alle meinem Willen. Von seinem Vater Roger I. hatte er eine Grafschaft geerbt, seinem Sohn hinterließ er ein Königreich. Dieser Sohn, Wilhelm I., aber auch dessen Sohn Wilhelm II., hielten bereitwillig an Rogers multikultureller Vision fest. Der Dom von Monreale, den Wilhelm II. Bauen ließ, nimmt viele Elemente auf, die für Rogers Bauten charakteristisch waren. Griechische und arabische Muster zuhauf. Der Dom ist ein stolzes Geschenk an die Jungfrau Maria. Auf die komplizierte arabische Dachkonstruktion folgt ein goldenes byzantinisches Mosaik. Alles erinnert an den Königspalast in Palermo. Und obwohl Wilhelm sein reiches Erbe zu schätzen wusste, schien der Ovil-Dynastie allmählich die Luft auszugehen. Es war nicht wirklich Wilhelms Schuld, aber der Staat begann von innen marode zu werden. Land und König schienen gemeinsam die Kräfte zu verlassen. Das eigentliche Vergehen Wilhelms II. War seine Unfruchtbarkeit. Und er machte einen politischen Fehler, als er der Heirat seiner Tante Konstanze mit einem gewissen Heinrich von Hohenstaufen zustimmte. Wilhelm II. Starb 1181, kinderlos. Mit ihm wurden auch die Visionen Rogers II. Begraben. Politisch betrachtet überlebte das Königreich Sizilien, doch seine Ideale
lagen nun brach. Wer würde die Krone erben? Konstanzes Mann Heinrich hatte schon immer ein Auge auf Sizilien geworfen. Nun konnte er das Königreich tatsächlich für sich beanspruchen. Er sollte allerdings bald ein noch viel größeres Reich erben. 1191 würde er zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt werden. Am Weihnachtstag des Jahres 1194 ließ sich Heinrich zum König von Sizilien krönen. Die Sizilianer wussten, dass sie in diesem Augenblick vom riesigen Deutschen Reich geschluckt worden waren. Merkwürdigerweise fehlte Konstanze, die Erbin Siziliens und künftige Königin bei den Feierlichkeiten. Doch sie hatte gute Gründe, denn sie lag in den Wehen. Einige Tage später tauchte Konstanze wieder auf. Mit ihrem Sohn Friedrich, der ein großer Kaiser werden sollte. Aber ein großer deutscher Kaiser, kein sizilianischer. In der Familiengruft im Dom zu Palermo findet man 4 Gräber. Hier ruhen Roger II., der große Architekt des normannischen Königsreiches. Konstanze, die hierzulande unfair, aber irgendwie doch nachvollziehbar, als Vaterlandsverräterin gilt. Konstanzes Ehemann Heinrich VI., der Sizilien unter deutsche Herrschaft brachte. Und schließlich gibt es da noch das Grab ihres Sohnes, Friedrichs II. Von Hohenstaufen, jenes großen deutschen Kaisers, von dem an anderer Stelle zu erzählen sein wird. Die Geschichte der Normannen in Sizilien war vorüber. Und nicht nur in Sizilien. Die Normannen, wie man sie kannte, waren von der Bildfläche verschwunden.